Der neue Laden ist super toll gemacht, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Halt viel größer und ich mag den auch. So, lass einmal eben kurz zu Ursula gehen. Wahre Liebe. Ha! Macht ist der einzige Schlüssel zu wahrem Glück. Da bist du ja endlich. Darf ich dich etwas fragen? Oh. Natürlich, Kindchen. Ich habe mich gefragt, was du von den Blumen an der Oberfläche hältst. Hast du eine Verwendung für sie gefunden? Das habe ich. Sie sind der Schlüssel zu vielen meiner neuen Tränke. Danke sehr. Juhu, okay. Guck mal, da kannst du was mit anfangen. Die Stimme passt ja perfekt. Naja. Arbeit in der Schicht im Restaurant. Juhu. Weißt du, was ich dafür mache? Lass uns später abhängen, weil sie will nämlich momentan auch was essen. Ist das Kitty Karrenbauer? Ja, ich habe auch irgendwie 50 Zigaretten am Tag geraucht. Ah, schön. So, dann bedienen wir nämlich die Elsa auch mal schnell. Guten Morgen. Ups. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 4 Leute, schade. Okay, also deftiger Salat und eine Pisha. Fangen wir damit mal an. Ah, mein Ohr juckt. Stylisch siehst du aus. Achso, in-game. Ja, ich war schon kurz verwirrt, aber dankeschön. Deftiger Salat und eine Pisha. Da haben wir deftigen Salat. Die Schuhe passen noch nicht, finde ich. Die Schuhe habe ich explizit so ausgewählt dafür, dass es in meinen Augen okay aussieht. Ich wollte keine ordentlichen Schuhe nehmen. Dann eine Pisha. Sowohl als auch. Vielen Dank. Und wir müssen Käse kaufen mal wieder. Bevor ich das vergesse, mache ich das mal eben. 45 Stück. So. Oh, hallo. So, dann liebe Mini, ich habe eine Bestellung. Eine Pizza zum Frühstück. Kein Problem. Kann man auf jeden Fall mal essen. Das ist legit. Ich habe Mini-Pisha im Froster. Vielleicht schmeiße ich die drei in den Ofen gleich. Juhu. Hallo, dann, mein Freund. Guten Tag, auch für dich habe ich eine Bestellung. Einen deftigen Salat. Bitte schön. Aha. Und dann können wir nämlich auch wieder zusammen abhängen. Ein Früchtebrot und ein Kokoskuchen. Alles klar, die mögen es ein bisschen süßer zum Frühstück. Ein Früchtebrot, das hatten wir auch schon mal gemacht, schon öfter. Da, Früchtebrot. Oder so. Ja, ist okay. Und ein Kokoskuchen. Da. Sehr schön. Weiterhin vierstellig geht mir besser zu. Guck mal, wir haben hier zwei Sachen abgeschlossen. Dann habe ich auch deine Bestellung. Kurz warten. Geben. Sie guckt. Und, lieber Erik. Danke fürs Vorbeikommen. Ich habe eine Bestellung. Ein Früchtebrot, ein ganzes Früchtebrot zum Frühstück. Ohne was dabei, ohne Butter, ohne alles. Einfach nur das Früchtebrot. Das isst der so direkt von der Stange weg. So. Dann haben wir zumindest schon mal 4 von 5 erledigt. Und wir, liebe Elsa, gehen jetzt mal angeln. Ah, nochmal ein paar Nachtdorn. Die müssen wir auch mitnehmen. Lass mal eben kurz hier gucken dann, wenn die auf der Ebene sind. Da hinten sehe ich ein Loch. Das geht natürlich nicht.
toll, ausgerechnet hier. Die ist natürlich, das ist exzellent verteilt alles. Aber wir kriegen immer einen Möbelbeutel. Großes weißes Sofa. Denn wie wir alle wissen, Löcher, ja, wie wisst ihr denn alle? Das könnt ihr doch gerne einmal ergänzen, dann weiß ich zumindest, dass ihr daraus gelernt habt. Gehöre gestopft, ganz genau so ist es. Ich bin stolz auf euch. So, wir haben noch zwei herrschaftliche Aufgaben, die wir erledigen müssen. Wir machen das gerade so nebenbei. Das ist ganz gut. So, einmal hier, einmal da. Und das sind Pilze. So ein Laden zu leiten ist sicher ein Vollzeitjob. Ich kann's dir nachfühlen, Kumpel. Ey, yo, Bro, kein Ding. So, ja, wenn wir eh gerade schon mal hier sind, können wir auch noch mal eben ein paar Zutaten ernten. Da gibt es ja eh keine Skillpunkte für. So. Dann hier noch eine Nachtdorne. Steinchen. Ein paar Pilzis. So, und ich glaube, dann haben wir erstmal eine Nachtdorn hier weggemacht. Wobei, sind wir da jetzt? 35 von 50? Also vergessen. Nein, ich bringe den Spruch jetzt nicht. Einen der vielen, wohlgemerkt. Keine blauen Vorkommen gerade. Natürlich auch so ein bisschen hier auf die Fischgründe. Wir haben die hier noch ein bisschen aufräumen. Wie sieht unser Inventar aktuell aus? Ja, die Fische von Vajana kann ich gerade nicht mitnehmen. Da muss ich gleich eben mal kurz ablegen gehen. Aber vorher räume ich noch mal kurz hier zu Ende auf. Damit wir nicht gleich wieder das Inventar mit denselben Sachen voll haben. Okay. Alles weiß. Aber Sully ist aber auch überall, ne? Ich glaube, der hängt noch sehr an uns. Wir nehmen dich ja nachher wieder mit, Sully. Keine Sorge. So, da hinten haben wir blau. Dass wir eine wenigstens mitnehmen. Du, 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 du. Okay. Gib mir eine Garnele. Dank. Damit haben wir 7 von 10. Ich hoffe, dass wir das auch relativ zeitnah abschließen können, weil ich habe ja schon gesagt, blaue Vorkommen sind die ätzendsten von allen, weil du die nicht künstlich erzeugen kannst. Ist überall weiß. Ja. Die nehmen wir auch mit, aber machen wir dann gleich. Ich glaube, dann haben wir hier soweit. Ach, das ist Vanillopie. Dann haben wir hier soweit alles aufgeräumt erstmal. Nochmal eben da hinten um die Ecke. Ist da noch irgendwas? Nö, da ist was. Prima. Prima, prima. Dann legen wir den Stuff ab und dann kommen wir wieder und angeln einfach nochmal so ein bisschen. Wir haben auch Elsa fast fertig mit der halben Stunde. Knoblauch eben mitnehmen. Naja, stimmt, die schmeißt mir die Sachen hinterher. Hallo? So. Da, 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 da.
Dann rein da. Take it. Lager öffnen. Rein da. Oh, Alter, haben wir viel Sand. Holy shit. Rein. Dann hier. Okay. Müssen Platz machen. Das haben wir voll. Voll, 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 voll. Paprika ist auch voll. Karotte ist voll. Was ist das hier? Lauch haben wir voll. Der Mais ist auch voll. Kürbis ist voll. Schwiebel ist auch voll. Okay. Hier rein. Hier ein bisschen rein. Garnele brauchen wir auch nicht. Ist auch voll. Edelsteine haben wir nicht dabei. Blumis kommen hier rein. Dann haben wir noch ein bisschen Erde, Samen und so ein Kram. Und Steine. So. Alright. Das können wir verkaufen. Dann geht's wieder runter. Hallo, Goofy. Da. Hallöchen. Lässt sich Zeit, der Gute. Ist ja noch früh am Morgen. Na, wobei, was heißt früh? Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? Ja, kurz vor 12. Für den einen oder anderen mag das früh am Morgen sein, ja. Okay. Meinetwegen. So. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen Glück haben und in den weißen Vorkommen auch nochmal ein oder zwei Garnelen. Okay, das ist jetzt rot geworden. Ich nehme es trotzdem mit, weil auch in roten können manchmal Garnelen drin sein, wenn es gedowngradet wird. Das war sehr schlecht. Warum habe ich jetzt X gedrückt? Oder A in meinem Fall. Malen. Warum musste ich den Morgen so früh beginnen lassen? Na, ich sag ja, für manche nur früh am Morgen. Niering. Niering. Noch ein Hering? Hering nicht an meiner Bell. Gott. Wie viele Punkte haben wir? Wir haben 55 Punkte gerade. Ich warte noch mal ganz kurz mit der nächsten Sache kaufen. Machen wir aber auch gleich mal wieder. Mal schauen, was es auf Stufe 3 gibt, müssten wir jetzt sein. Kabeljau. Da ist selbst weiß gedowngradet worden. Warte mal, wir nehmen mal eben kurz hier die Sachen mit. Schade, dass da die Garnelen nicht mit reinziehen. Aber gut, das wäre auch zu einfach sonst. Kabeljau. Ich meine, immerhin kriegen wir noch eine rote Alge hinterhergeworfen. Ich bin süß und kuschelig. Danke, Stitch. Das wäre jetzt nicht unbedingt das, die Adjektive, die mir zu meiner Person einfallen, aber ich nehme das als Kompliment. Vielen Dank. Aber, kriegen wir jetzt die ganze Zeit Kabeljau aus? Was ist das? Wir haben momentan kein Glück mit blauen Vorkommen. Hm. Hier haben wir einen Hering. So. Eins.
2. Ja, gut. Leider kein Glück. Ich guck nochmal eben, ob vielleicht wieder blau nachgespawnt ist jetzt. Ich glaube es nicht, ne? Ja, Training. Das stimmt, Training gerade. Da sehe ich gerade nichts. Nope. Nope, nope. Nope, nope. Nope, nope. Okay. Gut, dann lassen wir mal ganz kurz die Fische wegbringen. Aber weil unsere Ausdauer gerade nicht ganz so herausragend ist. Huch, die Schildkröte ist aber auf große Wanderschaft, wenn die hier hochkrabbelt. Und dann gucken wir mal, dass wir die vielleicht noch die letzten beiden herrschaftlichen Aufgaben eben abschließen. Zack, zack, den haben wir auch schon. Zack. Eheringe, Barsch, Regenbogenforelle. Und wo hatten wir denn die Algen drin? Waren die hier? Nee, waren die hier? Nee, dann waren die doch hier, oder? Jo. Alles klar. So. Hallo, ich. So. Zack, 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 zack. Nein, 900 hier. 7300, let's go. Okay. Ich bin eine Runde Münster gegen Bayana. Mache ein Foto. Komm, das ist immer relativ easy. Das können wir schnell machen. Brauchst du etwas Tage? Ich würde mal auf 5 Gemüse anbringen, 2 Geschenke für gewinne eine Münze. Eine Münze, okay. Wir können das eigentlich besser hier machen. Auf der Insel der Ewigkeit. Da kriegen wir nämlich auch diese Nebelpunkte, die wir ja auch brauchen. In einer Zeit, 3 Früchte, da, 3 Affen. Ja, das können wir kriegen. Wir können ja mal gucken, ob wir so eine Zeitanomalie irgendwo finden. Das bringt nämlich 500 Punkte. Bei der Gelegenheit nochmal eben schauen, ob wir hier das ein oder andere aufräumen müssen. Das hier. Und wir können ja mittlerweile auch die großen Dinger wegmachen. Sehr geil. Schwupps. Und schwupps. Eine Blume. Dann eine Stalagmite. Hier ist noch eine. Irgendwie kommen die immer hier hin, ne? Ist alles okay so. Da haben wir noch eine Blume, da haben wir Blume. Blume, Blume. Warum müssen die immer so direkt am Feld wachsen? Ist doch doof. Ich habe immer Angst, dass ich mich verklicke und nachher irgendwas ernte versehentlich. Und dann ist nämlich ein Loch im Feld und dann muss ich das ganze Feld ernten. Dankeschön. Also hier ist zumindest keine Zeitanomalie. Hm.
Und hier unten wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich glaube, das ist wahrscheinlich eh ein safer Bereich, wo gar nichts wächst oder sowas. Okay. Ach, guck mal, da hinten ist noch was. Einmal das, einmal das. So, na gut, dann porten wir uns einmal rüber. Und wir fangen mal wieder oben an. Okay, hier ist ein bisschen was. Zimt können wir mitnehmen. Tropenholz sowieso. Kupfer. Dankeschön. Die Bambus hat ihm hinterher geworfen. Not bad. Venusfliegen fallen. Warte mal, das können wir nochmal wegpassen, das sehe ich gerade. Die ist so ein bisschen versteckt gewesen, die Pflanze. Die Sachen alle zu sehen hier ist echt nicht ohne. Das ist schon wieder Sully. Und da haben wir jetzt halt Verzerrung. Machen wir sofort. Aber erstmal hier drumherum aufräumen. Schön, dich zu sehen. Hier. Hallo, Donald. So, dann jetzt aber. Und let's go. Lop. Lop. Oh, eine Gitarre. Nein. Und einen haben wir noch. Nice. Finde und zerstöre ein. Finde ein Zeitveränderungsgeschenk. Ah, Zeitveränderungsgeschenk soll ich finden. Ah, okay. Ja, gut, dann machen wir das doch. Dann machen wir es anders. Dann ernten wir doch Früchte. Ich habe gedacht, wir müssen einfach nur so eine Kugel finden. Habe ich das gerade falsch gelesen? I'm sorry. Zwei Datteln. Ach ja. Die wirft es noch hinterher. Haben wir noch irgendwo welche gehabt? Hier einen angenehmen Morgen. Die ist weg. Nochmal Bambus. Das haben wir jetzt erledigt. Zack. Ich weiß nicht, wo die Tessa ist. Meldet sich bei mir nicht ab. Oh. Das. Nö, haben wir. Ah, ist noch eine Sache. Haben wir es zumindest hier mal ein bisschen klar Schiff gemacht wieder. Sehr nice. So, das haben wir fertig. Dann können wir das hier abschließen. Und wir sind auch fertig mit Elsa. Dann können wir auch das abschließen. Angel im Wald der Tapferkeit. Oh ne, ernte ein penetrantes Gewürz. Knoblauch, 30 Knoblauch. Holy shit. Okay, das müssen wir auch direkt mal als erstes machen, weil die müssen dann nämlich nachspawnen und das dauert. Keine sehr angenehmen Aufgaben auf jeden Fall. Na, bist du bereit für ein bisschen Lächeln? Ich
bin so, so froh, dass wir uns kennengelernt haben. Dann nehmen wir ihn mit und wir gehen rüber in den Wald der Tapferkeit. Angle im Wald der Tapferkeit und ernte penetrante Gewürze. Haben wir natürlich vorhin schon einen Knoblauch mitgenommen. Was für ein perfekter Tag. Chip. Eins. Ja, eins von 30. Oh Gott, ey, das wird jetzt. Ist im Prinzip wie die Muscheln. Wobei ich mir das noch ätzender vorstelle als die Muscheln. Ernsthaft, jetzt komme ich da nicht dran. Dinge, die sein müssen. Da. Ein bisschen Holz. Hier. Blaue Sternlilien. Ich glaube zwar, die sind selten, aber ich lasse die mal gerade hier ausnahmsweise stehen. Wir wissen ja, dass sie hier sind, wenn wir sie brauchen. Blau. Eigentlich ist es ganz gut, dass wir da die Quests haben, weil Knoblauch können wir immer gebrauchen. Wegen unseren Arendelle-Hering. Ich glaube, Knoblauch würde ich dann auch tatsächlich über 50 hinaus sammeln. Oder? Oh, ich muss mal gucken. So, haben wir hier noch irgendwo Knoblauch? Wenn ihr einen seht, den ich übersehe, dann bitte schreien. Der kann sich halt aufgrund seiner grünen Farbe auch gut tarnen, ne? Scheint zumindest hier nirgendwo einen Knoblauch mehr zu geben. Blumen. Ja, yeah, okay. Wir haben 8 von 30. Oh, warte, da ist noch einer. 9. Ja, und dann im Wald der Tapferkeit angeln. Es ist zumindest egal, welche Fische. Wobei, das Gute ist, wir können eigentlich auch, wir brauchen nicht mal diese Vorkommen, wir können einfach so angeln. Und gleich ich 30 trotzdem schon sehr happig finde. Aber was mir gerade einfällt, ich wollte ja mal wieder ein paar Pünktchen ausgeben. Belohnung. Stufe 2 haben wir nämlich fertig. Da haben wir 3 Sachen jetzt gekauft. Mal schauen, Stufe 3. Oh, das sieht ja cool aus. Türen-Outfit der Monster AG. Also wir nehmen natürlich erstmal die Mondsteine mit, das ist ja klar. Die gibt's immer. Und das Türen-Outfit will ich haben. Das ist irgendwie cool. Die Türen, sind das irgendwie so Taschen die ganze Zeit? Das wäre irgendwie nice. So, Palette mit Lachkanistern, da muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich nicht so cool. Dann ist lieber so der blaue Zyklopenplüschtier, das ist dann so mehr mein Beritt. Ich nehme das mit. Das heißt, wir haben direkt schon mal Stufe 3 abgeschlossen, haben aber allerdings auch nur noch 5 Punkte gerade. Gibt es hier jemanden neuen, den wir gerade bekochen können?
Mini, Erik. Nein, gerade noch nicht. Schade. Die Punkte sind diesmal echt mies verteilt. Ja, die sind, das Event ist definitiv schwerer als sonst. Das kann man sagen. So, zählt das jetzt auch?